Können wir weitermachen? Ja. Ich habe jetzt Skafandre, die denkt euch ganz einfach mit. Du hast immer zwei, das ist die geistige Ebene. Und alles, was ich euch erkläre, sind extreme Vereinfachungen. Ich sage immer die Beispiele. Ich bin ein Weltmeister in Analogien und Beispielen. Die Beispiele sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Ich muss immer einen Kompromiss machen. Um das klar zu machen, ihr seid jetzt alle keine Neulinge in Holofeeling, das Schwammbeispiel. Hat euch viele Einblicke, wenn man das durch den Kopf gehen lässt, sich das Schwammbeispiel, wo ich bringe, brauche ich ja nicht drauf eingehen, ihr kennt das. Es hat einen elementaren Fehler. Ich sage nämlich, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, ist er wie ein kleiner Schwamm und im Laufe des Lebens saugt er sich voll. Es geht in dem Beispiel, dass du die Metapher verstehst, du suchst dir deinen Schwamminhalt, deine Logik nicht aus. Und je nachdem, was du für eine anerzogene Erziehung hast, wirst du die Welt sehen, wirst du Sachen bewerten. Als Inder wirst du kein Rindfleisch essen, aber kein Problem mit einem guten Schweinecurry haben. Als Araber wirst du kein Problem haben mit Rind, mit Kalb, Kebab, aber auf kein Schweinefleisch anfassen. Und es geht in ein psychosomatisches Ganzes rein. Der Fehler an dem Schwammproblem ist immer noch die Zeit. Weil ich ja sage, du saugst dich voll. Auf der höheren Ebene begreifst du, es ist anders. Da es keine Zeit gibt, ist dein Leben wie ein Buch. Und dieses Buchinhalt jetzt als einfache Metapher, ich könnte sagen, ein Computerprogramm oder ein Videospiel, du kriegst ein Buch, das kennst du nicht und jetzt musst du das lesen und wir sagen, das Buch hat 100 Seiten und jede Seite steht für ein Lebensjahr. Und wenn du natürlich bei Seite 10 bist, hast du von dir selber noch nichts verstanden, auf Seite 50 sieht dann das schon wenn anders aus, dann erahnt man, dass ich ja was anders bin, wie was ich als 10- oder 20-Jähriger glaube. Das ist jetzt, dass ich praktisch den Schwamm, dass der sich nicht vollsaugt, sondern es ist, wenn ich sage, es ist alles schon passiert. Das ist immer wieder, wo du das erste Mal bei mir warst, kurz, du floh, hätte ich dir schon erzählen können, dass wir hier sitzen, weil ich weiß nämlich, was noch kommt. Ich bin nicht hier. Das ist nicht für Möglichkeiten. Es ist alles schon passiert, aber das Leben muss ja spannend sein und Überraschungen haben. Und ich sage immer wieder, es geht um den Geist. Also es ist eher das, man muss loslassen lernen. Ja. Das Hauptproblem ist, alles Leid entsteht, dass der Mensch nicht loslassen kann. Und jetzt mache, hör nur auf die Sprache. Durch Festhalten wirst du nicht frei, sondern durch Loslassen. Und du merkst, du, das Schlimmste, was du an Menschen wegnehmen kannst, ist ein Glauben. Ja. Es ist schon schlimm, wenn du einen versuchst, Geld wegzunehmen, wenn er materialistisch denkt, aber wenn er an einen tiefen glaubt, die ganzen Glaubensfanatiker, das, was man sich so mit Mühen erkämpft hat, das ist vor allem dann im universitären Bereich, wenn du dir deinen Doktor hat erarbeitet hast und so, das ist ja, das ist wie wenn ich arbeite und spare Geld weg, so ist es mit Glauben, es kommt dann und will mir das wegnehmen, dann wird es verteidigt bis zum Ende nicht mehr. Aber da musst du dir keine Gedanken machen, weil wir jetzt wieder nur von etwas reden, was wir uns ausdenken. Und ich sage euch jetzt von vornherein, alles, was du dir ausdenkst, hat keine Überlebenschance, weil das immer nur dann existiert. Du kannst es zwar wiederholen, wenn du dran denkst, das ist das Wiederholen, das ist der Hamster im Laufrad, aber es bleibt dasselbe Ich, bis du erkannt hast, was du selbst bist. Und jetzt fangen wir mal ganz dieser Bereich bis zum Strich, den ich rot schreibe, und ich betone nochmal, rot steht für etwas, was du zwar denken kannst, aber was du eigentlich nicht denken kannst. Und was denkst du, wenn du an Geist denkst? Das ist schon eine Metapher. Es ist so unendlich einfach, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat. Und ich betone auch immer wieder, um Bewusstsein zu bekommen, brauchst du kein intellektuelles Wissen, sondern Liebe. Da muss ich aber wissen, dass wenn ich von Liebe rede, als Udo, ich nicht diese selektive Liebe meine. Jeder, der sagt, das liebe ich, er spricht von einer kleinen Facette von unendlich vielen Möglichkeiten. Wenn ich von Liebe spreche, meine ich das Ganze. Das Allumfassend. Wenn ich durch einen Zoo laufe, liebe ich alle Kreaturen. Den Regenwurm, den Löwen, den Skorpion, weil das alles Kreaturen und Geschöpfe sind, die Gott erschaffen hat. Und jede Kreatur muss so sein, wie sie von Gott erschaffen wurden. Das gilt auch für jeden von dir Geist ausgedachten Trockennosenaffen. Und ein Tierforscher, mein Tierforscherbeispiel, ein Tierforscher, der höhere Geist versucht, in keinster Weise irgendeiner dieser Kreaturen zu verändern. Das ist das Schöne an Holofeeling. Ich habe noch niemals von jemandem gedacht, auf der Ebene des Menschen, dass ihr euch verändern müsst. Wenn man dann zuhört, in all meinen Vorträgen sage ich, wenn ich euch anders gewollt hätte, hätte ich euch anders erschaffen. Es ist ein Akt von Demut, den man braucht. Und ich muss eins klar sein, jeder Weltverbesserer Moset, der macht noch so sehr sagen, ich glaube an Gott, solange er Feindbilder postuliert, wirft er Gott vor, dass Gott eine scheiß Schöpfung geschaffen hat. Und ich sage dir, die Schöpfung ist absolut göttlich vollkommen. Wenn du dieses Holofeeling-Bewusstsein bekommst, wirst du niemals glauben oder irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt. Du wirst immer mehr in der Selbstbeobachtung kennen. Das, was noch nicht vollkommen ist, ist dein Wertesystem und deine Sichtweise. Weil du noch nicht in der Lage bist, alles zu lieben. Das ist Festhalten, das materielle Weltbild. Jeder von dir ausgedachte Mensch
ist zurzeit im Maße zum deines Programms zuerst einmal ein tiefgläubiger Materialist. Unabhängig davon, ob er von sich behauptet, ich bin Moslem, ich bin Katholik, ich bin Zeuge Jehovas, ich bin dieses und jenes. Es sind zuerst einmal tiefgläubige Materialisten, weil sie alle glauben, sie wurden in der Vergangenheit von ihrer Mutter geboren, sie postulieren einseitig, was gut und was böse ist, und sie leben auf einer Kugel, die sich um die Sonne rumdreht. In meiner Johannes-Offenbarung, in der Enthüllung, wo die Hülle weggemacht wird, gibt es zwei elementare Sätze. Der erste Satz: und stille stehen wird die Zeit. Es gibt nur hier und jetzt. Und im 21. Kapitel, und die erste Erde und die erste Himmel, den ich mir ausgedacht habe. Ich mache jetzt immer in Klammer, die ich mir ausgedacht habe, die werden vergehen. Und ich habe in einem der letzten Updates euch ganz klar gesagt, es wird jetzt, immer jetzt gedacht. Ist ein Datum, ist nur eine Adresse, wie wenn du ein Computer mit was aus einem Buhl rausholst. Das heißt, 1720 ist jetzt, wenn du an 1720 denkst. Und 2013 ist jetzt, das war auch 2010, auf dieser großen Einheit der Zeitlosigkeit ist alles jetzt. Und wenn du eins raushebst und dir einredest, das war vorher und das wird nächstes Jahr erst kommen. Mein Satz: morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier. Wir kennen die Geschichte. Das kannst du doch nicht machen. Ich sage, du wirst keinen Schluck Freibier ausschenken müssen. Morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier. Aber du hast es doch hingeschrieben. Und wenn einer zu dir kommt und will Freibier, dann fragst du ihn, ob er nicht lesen kann. Morgen gibt es Freibier, nicht heute. Das klingt immer wie ein Witz. Das ist unendlich tief, Leute. Was ich dir sagen will, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, du wirst es, manche fragen mich, wie lange dauert es bei mir noch, bis ich das verstehe? Und ich sage, ich kann dir nicht sagen, wie lange das bei dir noch dauert, das entscheidest du selber. Ich kann dir aber eins garantieren, solange du glaubst, dass du es morgen oder übermorgen oder in 10 Jahren begreifst, wirst du es nie begreifen. Entweder begreifst du es jetzt oder überhaupt nicht. Und du wirst dann nicht morgen sterben und nicht in 10 Jahren, sondern du stirbst entweder jetzt. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens bist, das heißt, wenn du ein bewusster Geist bist wie ich, dann wirst du von Augenblick zu Augenblick ST erben und damit zwangsläufig von Augenblick zu Augenblick mit einer neuen Information wiedergeboren. Ich könnte das sehr vielfältig machen. Du veränderst dich dabei nicht. Du hast dich noch nie verändert. Was sich verändert, ist nur deine Informationen, und da wirst du merken, wenn du was durchschaut hast, kommst du auf eine höhere Ebene. Aber jetzt machen wir das hier schnell. Am Anfang steht rot geschrieben UP, El Hayom, verbundenes Wissen, eine absolute Einheit. Das kann man auch L nennen. Die Stufe drunter ist jetzt das, was derjenige, der behauptet, ich bin eins mit dem Vater. Das heißt, eine Zweiheit, das ist dieses JCH, GC oder ich mit einem Y geschrieben. Und ich erkläre jetzt hier nur, weil jedes Wort können wir Wochen reden, wenn wir in die Tiefe gehen. Das ist der 10. Buchstabe. Und dieses Ich, das sagt jetzt, ich Geist kann nur verstanden werden, der eins ist mit dem Vater von meinen Geistesfunken, das sind diese Ich Bins. Kennt aus der Esoterik den Begriff Ich Bin. Die ewige Gegenwart, sag ich jetzt schon mal. Dieses I ist in der normalen lateinischen Alphabet der 9. Buchstabe. Das heißt, ich mache einen Geistesfunken, das ist eine neue geistige Existenz. Darum ist es der 9. Buchstabe. I, J, K, L. Okay? Und jetzt Ich Bi in mir. Das Wort Bi im Hebräischen heißt ja Bi Jot, in mir. Ich kann auch lesen, die Polarität Gottes oder meine Polarität. Im Griechischen heißt es zwei, bisexuell. Das ist das, das in diesem Ich, durch das Ich Bin, ein Adam entsteht. Der Adam, der laut Bibel Segerinikaba, das heißt männlich und weiblich, eigentlich Denker und Ausgedachtes ist. Ja. Und jetzt kommen wir hier, ich muss etwas springen. Den Denker schreibe ich nochmal rot, ihr kennt es aus den Schriften, dann der Rückholpfeil und blau das Ausgedachte. Ja. Jetzt ist da das Rote definitiv nur ein Symbol für etwas, ist, was ich nicht denken kann. Dass wir es uns vorstellen, könnte ich jetzt sagen, Denker und Ausgedachtes, der Denker ist das, was immer ist. Es ist etwas, was sich nicht verändert, was immer gleich bleibt, was immer dasselbe Ich ist. Und das Ausgedachte ist genau das Spiegelbild, etwas, was einer ständigen Veränderung unterliegt, das ist deine Information. Das symbolisiert die Frau, das Weibliche. Und wenn ich das jetzt als These und Antithese setze, die zwei Hälften. These und Antithese hat immer Synthese und die Synthese ist dann nichts. Ich mache euch das einmal einfacher. Wenn ihr an 22 hebräischen Zeichen denkt, ist im selben Moment 44 da. Weil sobald ihr an was denkt, siehst du immer nur eine Seite, und wenn in dir 22 Zeichen auftauchen, müssen im selben Moment 22 in Vergessenheit geraten werden. Und das Max-Bild, dass du beide, die beiden Wellenhälften gleichzeitig anschaust,
Wir sagen, es sind 22 rote und 22 blauen. Die blauen sind die, die du dir denkst, und die roten sind die, im Hintergrund stehen, als Ausgleich. Das heißt, ganz einfach einmal, das Aleph Rot ist der Schöpfer als Gott, als Geist, nicht denkbar. Und das Aleph Blau ist dein Jozer, dein Intellekt, der eigentlich erschafft. Oder der Geist Rot, das ist jetzt der Geist, der mir zuhört. Und der Geist Blau ist der Verstand, der in dir plappert, der interpretiert. Oder das H Rot ist H, der fünfte Buchstabe, die Quintessenz im Kreuz. Okay, die Quintessenz in der 4. Und das blaue He, das sind die Minus He plus 5, ist die Quintessenz. Und das Minus He sind die vielen, vielen Wahrnehmungen drumherum, die aus diesem geistigen Zentrum beobachtet werden. Wenn du das arithmetisch nimmst, plus 5, minus 5 ist nichts. These minus Antithese ist nichts. Und die Synthese, das ist wirklich Liebe, das bist du. Ja. Wenn du schon ich bist. Wenn du an Einheit denkst, sobald du an Einheit denkst, ist es keine Einheit, da sind automatisch schon drei da. Es bist du Geist, ja, genau zu. Sobald du an Einheit denkst, bist du Geist, der sich Einheit ausdenkt. Aber sobald du an Einheit denkst, ist im selben Moment im Hintergrund als Kontrast Vielheit, auch wenn du nicht dran denkst. Und du Geist, das Problem ist, sobald du das jetzt denkst, diese drei, These, Antithese, Synthese, sobald du diese Trinität denkst, frage ich dich, wer denkt sich die Trinität aus? Mir wird bewusst, bist du schon wieder eins weiter. Bewusstsein steht immer eins hinter dem, was ausgedacht wird. Darum sage ich, Bewusstsein kannst du nur sein. Es gibt nichts, was du denken könntest, was Bewusstsein haben kann. Bewusstsein ist ewig und ist immer eine Stufe drüber. Ist nicht denkbar. Der blinde Fleck in dir, bis du erkennst, was du selbst bist. Du bist nichts. Ist das nicht schlimm? Ich bin nichts. Was meinst du, wie frei du wirst, wenn du das begreifst? Wenn du begreifst, dass nichts nicht zerstört werden kann. Dass ich sage, hey, ich bin ja eigentlich schon immer nichts. Ich wurde nie in der Vergangenheit geboren von meinen Eltern. Ich gebär die, wenn ich die ausdenke, hier und jetzt, dann nehme ich auf. Das geht natürlich das ganze Moralsystem des Materialisten im Bach runter. Das ist eben die Falle der Materialismus, wie ich immer wieder sage. Es gibt in einem Traum, wenn du wach bist, was du feststellen, das sind nur Materialisten. Die so unendlich logisch sind, was die dir alles erzählen können. Dass die Luft, die du einatmest, aus 78% Stickstoff besteht und 21% Sauerstoff. Und dass das vollkommen unsichtbare, geruchlose, geschmacklose Gase sind. Ich sage, wer hat es dann eigentlich entdeckt, wenn man es nicht sehen und riechen kann? Da muss ja irgendjemand als erster da gewesen sein, der das entdeckt hat. Aber wie entdeckt man etwas, was man nicht sehen und nicht riechen und nicht schmecken kann? Ja, da irgendwelche Gescheite waren da schon. Wer bestimmt jetzt, dass da irgendwelche Gescheite waren? Ich nehme alle Schuld auf mich. Der einzige Schlafmütze in dem Raum bist du geistig jetzt. Und alle Mächtigen, es gibt nichts, was mächtiger ist wie du. Weil du bist de facto das Einzige, was immer ist. Also rede dir nicht ein, dass der Udo mächtig ist, das ist bloß ein Brösel, du bist der Kuchen. Das ist das, was ist. Und jetzt haben wir dieses Ich Bin, bis hier ist es rot. Und jetzt pass auf diese Trinität. Jetzt mache ich eine tiefe Metapher und ich betone nochmal, dass die ganzen Metaphern, wo ich bringe, die für einige von euch neu sind, jetzt in Bezug auf personifizierte Wahrnehmung, nicht für dich Geist, dass ich immer wieder sage, du denkst jetzt an einen Videoprojektor, einen Videobeamer, wie man das nennt. Habe ich auch schon in einem Update beschrieben. Ein Videobeam ist wie ein Videoprojektor. Interessant ist schon, wenn du mal nicht weißt, wie man es schreibt als Lehrerin, ich diktiere dir Beamer, ein Beamer, dann hast du schon in mir ist das mehr. Ja. Ein Beamer. Ja. Und dieser Videobeamer funktioniert folgendermaßen. Das ist wie ein Projektor. Dann hast du hinten, hast du mal eine Lampe, die brennt immer. Die Lampe steht jetzt symbolisch für das hier. Das flackert auch nicht. Das ist nicht ein Narr. Das ist immer gleichbleibend hell, so wie du geistig noch nie verändert hast. Das ist das eigentliche Licht rot geschrieben. Das ist natürlich ein totes Meer, weil wir brauchen eine Veränderung. Ist immer wieder, wenn du was Statisches, wenn du Einheit denkst, ist Vielheit da, wenn du an was Gutes denkst, ist das Böse da. Das kommt auch nicht nacheinander. Wenn ich jetzt das so mache, eine Welle in die Luft zeichne, dann sagst du Wellenberg, Wellendal. Wenn du ein bisschen deine Natur, deine Traumwelt beobachtest, was du feststellen, es kommt nie der Wellenberg und dann das Wellendal. Es ist immer so. Jetzt einmal das abstrakt sehen. Und auch ist es mit hell und dunkel. Wenn du hell siehst, ist auch dunkel da. Kennst du die Sache mit dem Fußball, wo wir von der Decke hängen, das Beispiel? Also pass auf, mache ich nochmal. Du Geist,
Jetzt mach genau, was ich dir sage. Ach, durch die Worte, das macht Bilder. Du denkst dir jetzt vor dir hintereinander einen Faden von der Zimmerdecke runter einen Fußball. 1,50 Meter unter der Zimmerdecke. Wir strahlen diesen Fußball von einer Seite mit einem Scheinwerfer an. Ich behaupte jetzt, dass hell und dunkel gleichzeitig ist. Die Seite, die den Scheinwerfer zugewandt ist, ist hell und die andere ist dunkel. Gibt es nichts zu diskutieren. Ich diskutiere nicht. Klingt übrigens wieder so arrogant, wenn der Udo sagt, ich diskutiere mit keinem, ich führe einen Monolog. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Ja. Was ich dir erkläre, mein Tassenbeispiel, ich diskutiere mit denen, ob der hinterher rechts oder links ist. Alle, die diskutieren um Standpunkte, die wissen nicht, was die Tasse ist. Wenn du weißt, was die Tasse ist, wie gesagt, schmunzelst du nur, wenn du die Deppen beobachtest, wie sie um Standpunkte streiten. Und das gilt übrigens für alle Standpunkte. Für alle Religionen, die streiten, ob politische Parteien streiten, die wissen alle nicht, was die Wirklichkeit ist. Also wir gehen zurück zu unserem Fußball. Eine Seite ist hell und eine ist dunkel, gleichzeitig. Wir denken uns, dass dieser Fußball um die Fadenachse sich dreht. Was verändert es an hell und dunkel? Hier ist der Scheinwerfer, hier ist der Fußball. Nichts. Eine Seite ist hell und eine Seite ist dunkel. Jetzt denken wir uns, dass auf dem Fußball ein kleines Äffchen sitzt, ein Insekt, Insekten, und das hat, wir denken uns, das hat eine eigene Wahrnehmung. Dann wird dieser Fußball, wenn das Insekt auf der Seite ist, wo es hell ist, ist im selben Moment dunkel, und wenn es auf der Seite ist, wo es dunkel ist, ist im selben Moment hell. Das Insekt wird natürlich behaupten, wenn es auf der hellen Seite ist, dass es vorher dunkel war. Merkst du, so entsteht das Gefühl von Zeit, obwohl wir ganz klar sehen, dass gar kein Vorher existiert. Und wenn es auf der dunklen Seite ist, denkt es sich ein, dass es vorher hell war, obwohl das jetzt ist. Und du musst jetzt nur begreifen, du bist nicht das Äffchen, das auf einer Kugel sitzt, das du dir ausdenkst, du denkst die Kugel und die Sonne aus und das Äffchen aus. Nein, du bist der Geist, der sich das ausdenkt, der morgen seines Programms, seines Wissens glaubt. Der Geist, der sich eine Menschheit ausdenkt, das heißt Äffchen auf eine Kugel, ist was anderes wie die Äffchen, die du dir ausdenkst. Stimmt oder stimmt das? Ja. Und das sind Fakten. Das sind hier und jetzt überprüfbare Tatsachen, natürlich aber nur für ein Bewusstsein, für einen Geist, der sich selbst bewusst wird, was er selber ist. Auch hier musst du nichts glauben, was du nur vom Hirn sagen kannst, du musst nur Bewusstsein bekommen. Das bietet dir nochmal keine Religion. Jede Religion und allen voran die Naturwissenschaft zwingt dich, Gedanken, die du denkst, außerhalb von dir zu denken, dass die unabhängig von dir existieren. Wie unendlich geistlos ist ein Geist, der glaubt, dass etwas, was er sich denkt, dass es auch dann da ist, wenn er es nicht denkt. Er sieht auch, dass es nicht da ist, wenn er es nicht denkt. Übrigens, das ist das Geheimnis aller Religionen, wenn du die richtig übersetzt. Ob du die Upanishaden lesen musst, ob du die Dora lesen musst, wenn du nicht das Geschwätz deiner Übersetzer nachäffst, werde ich euch noch zeigen, was da alles drinsteht, sondern selber dir die Mühe machst, das zu übersetzen. Mit einem Wörterbuch in die Hand. Dass du sagst, ich will das überprüfen, nicht einfach nachplappern und das glauben, weil der mir gesagt hat, das ist so. Immer wieder, wenn ich sage, wo kommst du Geist her? Ich meine jetzt der Geist, der mir zuhört. Ich will nicht wissen, was deine geschwätzige Logik dir einredet, sondern wo kommst du her? Deine Logik sagt, ich wurde in der Vergangenheit von meiner Mutter geboren. Ich sehe, dass ich älter geworden bin. Dieses Ich, das behauptet, ich sehe, dass ich älter geworden bin, denkt sich verschiedene Ichs aus. Welches dieser Ich, das du dir ausdenkst, bist du eigentlich? Der Säugling, der 10-Jährige, der 20-Jährige? Bist du nicht ich? Ja, ich sehe, dass ich älter geworden bin. Das heißt, du fächerst schon eine Palette von Personas auf, wo du alle sagst, das bin ich. Nein, ich bin bloß die Person, die ich jetzt bin. Die andere war ich ja in der Vergangenheit. Wohlgemerkt, die andere Person, die ich mir jetzt denke. Kannst du in der Vergangenheit denken? Hast du jemals in der Vergangenheit was gedacht? Wenn du denkst, denkst du jetzt. Es gibt nichts anderes. Das ist der Sprung in die geistige Welt. Es ist nur ein Akt von Bewusstwerdung wichtig. Dazu brauchst du kein intellektuelles Wissen. Ich behaupte mal, wenn du jetzt in eurer Vorstellung von Mensch und 16-Jährigen das sagst, der nicht so versaut ist, oder wobei die mit 16 sind ja so im Materialismus drin, und es ist jetzt nie vorwerfen, immer dran denken, wenn ich es nicht gewollt hätte, hätte ich es nicht so erschaffen. Du siehst ja die Leute bloß noch so rumlaufen. Geh mal in die Stadt. Die sind ja überhaupt nicht mehr da. Weil ich habe ja so viele Freunde. Bei Facebook. Das Gesichterbuch. Und dann all der ganze Wahn, wo ich sage, dann hier mit, muss man Sicherheiten und abhören.
Ja. Ich sage, sowas brauchst du alles nicht, weil was meinst du, wie scheißegal das dem Udo ist, ob irgendwann er seinen Computer ausfascht. So. Da muss ich erst immer wieder, wenn du keine Angst hast, das ist, ich bin sowas von unwichtig. Ich habe auch keine Geheimnisse, im Gegenteil. Das ist, da gibt es ja nichts zum Festhalten. Ich habe noch, als Udo rede ich jetzt auf der Ebene, wenn man das zu leben anfängt. Ich habe ja noch nie irgendwie was gesichert oder was. Das taucht auf und wenn es weg ist, ist es weg, egal wer es ist. Das ist immer wieder auch so die Sätze. Wenn ich jetzt hier in Almena, wo Leute manchmal entsetzt waren, wo ich sage, wenn ich jetzt einen Anruf kriege, wobei ich selber kann, müsste einer kommen, ich habe kein Handy. Und die Telefon ist dran und sagt, deine Frau, die Marion, hat einen tödlichen Unfall. Und ich sage jetzt, das ist mir so was, als ob ich in China Fahrrad umfällt. Dann liebt er ja seine Frau nicht. Nee, ich liebe meine Frau, ich kann nichts verlieren. Wenn ich nicht an sie denke, jetzt die ganze Zeit, dann ist die eins mit mir. Ich habe sie verloren, wenn ich an sie denke. Aus dem Bewusstsein, ich muss ja das vor mich hinstellen, dass sie da ist, dass ich sie lieb haben kann. Aber wenn die Welle wieder in mich reinfällt, habe ich dann irgendwas verloren? Das ist das höhere Bewusstsein. Liebe ist was ganz was anderes. Alles, was du denkst, hast du halbseitig aus dem Bewusstsein verloren. Wenn du nicht mehr dran denkst, dann bist du eins. Das ist immer wieder, um ihn lieb haben zu können, musst du ihn jetzt erst ausdenken. Wenn du nicht an ihn denkst, bist du eins mit ihm. Also wie kannst du glauben, dass du ihn jemals verlieren kannst? Immer wenn er da ist, hast du ihn verloren. Es ist genau andersrum, wie der Materialismus dir das vorkauft. Aber erst wenn du das verstehst, hast du es verstanden. Was nichts daran ändert, das Einzige, was überbleiben wird, bin ich. Es sind Lebensabschnittsgefährten. Es ist der Udo, nochmal, du warst schon da, bevor du an Udo gedacht hast, und du wirst auch noch da sein, wenn du nicht mehr an Udo denkst. Und egal was es ist, bis du begreifst, was ich wirklich bedeutet. Und wir kommen jetzt zu unserem Beamer. Wir haben eine Lampe, das ist das rote Wirklicht. Das Wirklicht, die Wirklichkeit, das beginnt schon mal mit einem Wir. Das ist alles, was an Facetten auftaucht, sind nur Facetten dieses Lichtes. Angenommen, du sitzt jetzt in einem Kino, wir bewegen uns wieder in dein materialistisches Denken. Du sitzt in einem Kino und du schaust dir einen Film an. Du siehst vor dir eine Blumenwiese, eine kleine Landschaft, strahlend blauer Himmel mit einer strahlenden Sonne, Sommersonne. Wenn du in dem Kino sitzt und du weißt, dass du in einem Kino sitzt, wirst du nicht eine einzige Sekunde glauben, dass die Sonne, die da vor dir ist, die Lichtquelle ist, die diese Landschaft und diese Ortschaft beleuchtet. Wenn du weißt, dass du in einem Kino sitzt, ist das Licht irgendwo da hinten in einem Projektor, wo du nicht reinschauen kannst. Und alles, was du da vorne siehst, sind nur Facetten, Schatten, Spiegelungen von diesem einen Licht. Und die bewegten Bilder da vorne, dahin bewegt sich nichts, weil das ganz konstant klar ist. Wenn du jetzt aus dem Fenster rausschaust und du siehst eine Sonne, wie sieht es jetzt aus? Meinst du, die Sonne macht die Helligkeit? Du bist das Licht für die Welt, die du beleuchtest. Aber um Unterschiede zu kriegen, und jetzt kommen wir zu unserem Beamer, brauchen wir hier zuerst einmal, das nennt sich Display. Das ist praktisch hier dieses, wie ein Dia. In einem Videobeam ist ein Display, das ist eigentlich nur gespiegelt, was ein LCD-Schirm macht. Das sind lauter kleine Facettengläser, kleine Glasbausteine, wo die Lichtdurchlässigkeit steuern. Die kann man ganz dunkel machen und ganz hell machen. Das ist praktisch wie beim Dia, das statisch ist und das die Lichtdurchlässigkeit steuert und das führt dich dann zu einem Projektionsschirm. Und das ist übrigens, wenn wir hinduistisch werden, das ist Vishnu, die Lampe, das ist Brahma und das ist Shiva. Das fällt aber dann irgendwann einmal in einem Punkt zusammen. Dies ist eine Maske, ist eine Persona. Und dann brauchst du natürlich ein Programm, ein Film, eine DVD. Und diese DVD steuert es. Das ist dein großes Ich. Das ist dein Programm, das ist dein Leben. Ich vereinfache das oft immer wieder, dass ich sage, du kriegst ein Buch zum Lesen. Solange du das Buch nicht durchgelesen hast, kennst du das nicht und dann musst du das Buch zum Lesen anfangen und jetzt kommt der große Happen, dieses Buch. So entsteht das Gefühl von Zeit in dir. Du musst den kleinen Häppchen einladen. Das heißt, Fakt ist, wenn du das Buch in der Hand hast, sind alle Seiten gleichzeitig da. Gibt es nichts zu diskutieren. Was du jetzt machst, du klappst es auf, dann siehst du die erste Seite. Das dauert eine Zeit, die liest du, dann hast du die zweite Seite, die dritte Seite. In dem Moment hast du das Gefühl, dass die Seiten nacheinander kommen, was aber nicht der Fall ist, wenn du an das Buch denkst. Schaust du eine Seite an, ist plötzlich hast du einen riesen Haufen von Zeilen vor dir, die alle gleichzeitig sind. Bis du anfängst, dich auf die erste Zeile zu konzentrieren, dann schaust du die zweite Zeile an, die dritte Zeile an, dann hast du wieder das Gefühl, dass die Zahlen nacheinander kommen. Was ich dir damit erkläre, immer die nächsthöhere Bewusstseinsebene, das nächsthöhere Chat. Löst das, was du eine Ebene drunter im Bewusstsein als Zeit empfunden hast, in einem Jetzt auf. Wenn du jetzt an deine Wohnung denkst,
Und was denkst du, wenn du an deine Wohnung denkst, ist eigentlich nur ein Chat, eine Kollektion. Mhm. Da hast du noch kein Bild. Jetzt denke ich einmal in die Wohnung rein als Person und kannst im Gedanken, ihr kennt das Spiel von mir, ich setze dich in Bewegung, indem ich Worte spreche, gehe ins Wohnzimmer, gehe in die Küche, ich spreche jetzt Worte und jedes Wort wird in dir eine Vorstellung, ein Bild auslösen. Das ist ja wieder die Frage, wenn ich sage, wenn du an deine Küche denkst, dann was denkst du, hast du dasselbe Problem? Dann kommen die Zimmer nacheinander, kommen die nacheinander in deiner Wohnung als Ganzes? Nein, nur wenn du dich reindenkst. Ja, wenn du dich in ein Buch reindenkst, kommen die Seiten nacheinander, denkst du dich in eine Seite rein, kommen die Zahlen nacheinander, denkst du dich in eine Zeile rein, kommen die Worte nacheinander. Aber du gehst in die Stufen der Vergessenheit runter. Und dann entsteht Zeit. Wenn ich jetzt in einer Zeile hier viermal jetzt hinschreibe, könnt ihr euch vorstellen, und du schaust dafür an, sind alle vier jetzt gleichzeitig, bis du anfängst, dich auf eins zu konzentrieren. Und dann veränderst du den Blickwinkel, was ja nur hier und jetzt, das bist du. Dann sagst du jetzt, 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 jetzt. Jetzt wird jeder Materialist sagen, ja, die vier jetzt sind nacheinander gekommen. Die sind, bevor du die Zeile anschaust, da, dann tauchen die vier gleichzeitig auf die Zeile, dann stehen die Worte in der Zeile, sind gleichzeitig. Du fokussierst dir das erste Wort an, du sagst jetzt, das sagst du jetzt, das denkst du jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Und jetzt schaust du die Zeile an und redest dir mit materialistischer Logik ein, die sind nacheinander gekommen. Und dadurch kommt Bewegung. Die Illusion von Bewegung. Ja, klar, gut, okay. Aber es ist die Frage, dass ich alles, was du wahrnimmst, prinzipiell, du Geist kannst nur etwas wahrnehmen, wenn es sich hier und jetzt in deinem Bewusstsein befindet, das ist L. Wie groß ist L? Raumzeitlich überhaupt nichts, es ist nichts. Es ist ein nicht denkbarer Punkt, der in dem Moment entsteht, wo du an Punkt dir denkst, aber sobald du dir an Punkt denkst, brauchst du einen Hintergrund. Pass auf, und das ist ein altes Beispiel von mir. Das sind so Sachen, spielt mit euren Tierchen in euren Traum, probiert es aus, was ich sage. Das ist so wie die Frage, es hat doch niemand gesehen, dass die Erde eine Kugel ist. Beweis es mir, und dann wirst du merken, ich bringe ein Buch, einen Film, und wenn das alles nicht hilft, sagt jeder, ich garantiere es euch, probiert es aus, ich habe die so programmiert, ja, die Astronauten haben es doch gesehen. Du merkst, wie berechenbar eigentlich eine programmierte Logik ist, wenn du die durchschaut hast. Dasselbe Spiel gibt da zu viele, viele solcher Facetten, wo du mit deinen Tierchen spielen kannst. Ein so ein klassisches Beispiel ist immer wieder, dass der normale Geist sich in ein System hineinfokussiert. Ich merke jetzt als Udo, den muss ich jetzt zügeln, weil ich jetzt einen Gedanken habe, wo wir 3-4 Stunden brauchen, wenn ich den genau erkläre, und das ist momentan nicht das Thema. Aber pass auf, eine Einfalt, weil es ist, du denkst im Chat, was für mich ein Gedanke ist, wo ich immer wieder merke, dass ich für in Maßsetzung deiner Aufnahmefähigkeit so viele Worte machen muss, was wenn man es verstanden hat. Du merkst jetzt das, dass es einfach ja ist. Ja. Dir fällt es immer mehr, wie man so schön sagt, wie Schuppen von den Augen. Ja. Und du fragst dich, warum ist mir das noch nie aufgefallen? Ja, weil ich es dir noch nie einfallen ließ. Also pass auf, denk dir, du bist mit Leuten zusammen, probier es aus. Nimm ein weißes Blatt Papier, zeichne den Buchstaben H drauf, schieb es vor jemanden hin und frag den Menschen, was ist das oder was siehst du? Das ist so die Frage, und du wirst feststellen, jeder schaut erst einmal, was will der eigentlich, und dann wird er sagen, ja, ha, das ist euch Blödsinn. Das ist ein weißes Blatt Papier mit einem H drauf, das siehst du. Du unterschlägst immer das Medium. Wenn du ein Fernseher dir anschaust, unterschlägst du eigentlich, was jetzt Wirklichkeit ist. Wenn wir Realität nennen und wir definieren Realität als das, was jetzt ziemlich wahrgenommen wird, was nichts zu tun hat damit, dass das wirklicher oder länger existiert wie ein Gedanke, es ist nur, dass in dem Moment, wo du Realität siehst, bist du in einem höchsten Zustand der Konzentration, weil das Bild dir real erscheint und damit bist du am Vergessensten. Also kurz, da ist kein H, sondern du brauchst immer einen Kontrast. Das heißt, wenn du an Einheit denkst, ist im selben Moment Vielheit da. Wenn du sagst, jetzt ist es hell, ist im selben Moment dunkel, denk an die Kugel, aber jetzt wird es ganz heiß. In dem Moment, wo du dich jetzt krank fühlst, bist du im selben Moment gesund. Und in dem Moment, wo du dich jetzt bewusst gesund fühlst, bist du im selben Moment krank, und wenn du an das eine denkst, ist das andere auch nicht. Weil nur eine Welle als Polarität auftauchen kann. Das heißt, wenn du dich jetzt krank fühlst, kommt das Problem, dass dein Wertesystem sagt, ich war vorher gesund und jetzt bin ich krank. So wie ich sage, jetzt ist es hell und du sagst, vorher war es dunkel. Wenn das eine da ist, du kannst nur eine Gedankenwelle, kann nur als Plus-Minus auftauchen in dir. Und wie? Gleichzeitig. Man muss ja fokussieren. Du kannst es passieren, beobachte nur. Was ich jetzt dir aber sagen will, ist erst einmal dieses krank und gesund. Das ist so eine Ausnahmeposition. An was denkst du, wenn du an Wetter denkst? Wenn die Sonne scheint, ist im selben Moment Regen. Und wenn Regen ist, ist im selben...
Denk einmal an unsere Erdkugel. Wenn du die Position hast, dass du dir dieses heliozentrische Weltbild, es gibt übrigens, du könntest 1000 andere Programme in dich reinmachen, die andere Bilder aufwerfen, aber zurzeit hast du halt ein heliozentrisches Weltbild, das hast du, Geist, bist dein Computer und das Programm sagt jetzt, da ist eine Kugel aus und das ist auf dem Bildschirm. Das denkst du dir aus, weil deine Logik, dein Programm dir das so suggeriert. Wenn du das jetzt hält, dunkel haben wir geklärt. Globalbewusstsein, ihr kennt den Begriff aus der Esoterik. Globalbewusstsein heißt nicht nur, dass ich aus dieser Position begreife, dass hell und dunkel sich nicht abwechseln, sondern gleichzeitig sind, sondern ich erkenne plötzlich, dass auch Sommer und Winter, arktische Kälte und Wüste gleichzeitig ist. Mhm. Dass es auf der Kugel gleichzeitig regnet und die Sonne scheint. Mhm. Je nachdem, welche Perspektive ich nehme. Mhm. Es hat noch nie irgendjemand Wetter gesehen. Ihr habt das so oft von mir schon gehört. Wenn du was siehst, siehst du Sonnenschein oder Regen. Ihr habt auch noch nie eine Person, einen Körper gesehen. Es ist immer, wenn du was siehst, das Erste, was in dir kommt, ist ein Chat und um was zu sehen, musst du sofort wieder eine Seite, eine Perspektive einnehmen. An was denkst du, wenn du jetzt hier an München denkst? Oder wie heißt der Ort hier, den wir uns jetzt ausdenken? Chemnitz. Chemnitz, du denkst an Chemnitz, an was denkst du, wenn du an Chemnitz denkst? Chemnitz ist einfach nur ein Chat. Um auf unser Haar zurückzukommen, wenn ich jetzt auch was siehst, du sagt jeder ein Haar, ich sag Blödsinn, du schaust jetzt ein weißes Blatt Papier mit einem Haar an. Du bist schon einfokussiert, im Hintergrund machst du weg. Stimmt es? So ein Blödsinn, da ist ein Tisch, wo ein weißes Blatt Papier drauf liegt. Achte für Insider von Hebräisch, ein T-Isch. Eine Erscheinung, Isch ist ja die Gestalt, eine Erscheinung, die in dir auftaucht. Mhm. Stimmt das? So ein Blödsinn, das ist ein Zimmer, wo ein Tisch drin steht. Z immer. So ein stimmt das? Nee, das ist ein Beat, in dem sich Zimmer befinden. Stimmt das? Nein, das ist Chemnitz, wo ein Haus steht. Ein Haus von. Und du merkst, dass du aufgehst und umso mehr du dich aufmachst, umso mehr verlierst du den Geist. In Chemnitz existieren hunderte, tausende Häuser und in jedem Haus existieren noch viel, viel mehr Tische und so weiter und so weiter. Das heißt, Bilder kriegst du erst, wenn du dich rein, du musst in einen extremen Zustand der Vergessenheit reinfokussieren. Durch das Konzentrieren wird es real. Ja. Wenn ich es nur feinstofflich habe, bin ich schon etwas entspannter. Ja, wenn du das Spiel hast zwischen, das ist dein Atem, in deine Nase, das hebräische Wort für Nase ist Af. Und jetzt was wichtig ist, du müsst nicht Hebräisch lernen. Wo ich immer sage, das Liebe werden. Aber die erste Ebene, wenn man sich dort näher damit auseinandersetzt, ist dieses Deutsche. Man muss die 22 Schriftzeichen, die groben Lautwesen, in der absoluten Tiefe symbolisch verstanden haben und da reicht die deutsche Symbolik. Ja. A, immer dran denken, wir können aus Rot und Blau denken, ist ja. Schöpfer oder Schöpfung. Ja. Und P steht für Wissen oder P als ausgesprochen für eine Facette des Wissens. Ab, die angebliche Nase, ist das dann mal das schöpferische Wissen. Und da wurde dir der Otem in den Schama eingeblaut. Nesh ist existiert, eine existierende Logik. Neshem ist der Atem, die Gestalt wird. Das funktioniert immer. Ihr werdet es merken, hängt davon ab, wie geistig flexibel du schon bist. Und jetzt betone ich immer und immer wieder, das ist aber nicht das Ziel, was es darum geht, ist das einmal, du musst jetzt erst einmal bewusst machen, was du selbst bist. Das ist der erste Schritt, das war jetzt das Erste, was wir uns gedacht haben. Wer hört mir jetzt zu? Mhm. Weil erst wenn du Geist bist, kannst du anfangen zu verstehen, ein Programm wird niemals was verstehen. Mhm. Also machen wir mal wie mit dem Fußball gerade, du Geist denkst dir jetzt einen Computer aus. An was denkst du, wenn du an einen Computer denkst? Du denkst dir ein Gehäuse mit einem Computerchip und mit einem Bildschirm und Lautsprecher. Und ich brauche natürlich, dass da was passiert, ein Programm, eine Software mit Daten. Und jetzt auch als Nicht-Computerkenner weiß ich, auf dem Bildschirm wird immer nur das auftauchen, was die Daten und die Software hergibt. Der Computer ist dumm. Dieses schöne hebräische Wort, die... Dalet Waff, also UMM. Schau im Wörterbuch nach, je nach Wörterbuch, was du in die Hand nimmst. Ich zeige euch da mal ein mehr Wörterbücher. Heißt es geistlose Materie. Das ist das Deutsche, aber dumm sagt das schon aus, eine geistlose Materie. Ein Computerchip kann nicht denken. Meinst du, das Gehirn, das du dir jetzt ausdenkst, worin liegt eigentlich jetzt der Unterschied, ob du an einen Computerchip denkst oder ob du an dein Gehirn denkst? Da ist einer, der denkt und der macht eine Form. Wenn du natürlich jetzt glaubst, du bist dein Gehirn, dein Gehirn ist etwas Ausgedachtes. Ja. Könntest du das beschwören, dass du dein Gehirn hast? Du dein Gehirn schon mal gesehen, nee. Du Geist? Merkst du, das ist alles so logisch? Bis man die Logik durchschaut hat, wie geistlos diese Logik eigentlich ist. Es gibt nichts Geistloseres wie materialistische Logik. Also gut, wir haben jetzt hier diesen Computer,
wir wissen, kann ich wieder viele Details erzählen, dass sich da nichts bewegt und so weiter und so fort, wie gerade beim Buch. Die Worte kommen nicht nacheinander, das kriegst du aber erst mit einer höheren Bewusstseinsebene mit. Was bewegt sich eigentlich? Und ich sage immer, das könnt ihr wieder selber ausprobieren. Schau, wenn du von deinem Fernseher sitzt, schau einfach mal bewusst das Fernsehbild an. Und ich mache jetzt einfach, da steht einer, der macht so, oder du schaust ein Fußballspiel an und dann siehst du den Ball hin und her fliegen. Und ich frage dich jetzt, schau mal genau hin, was bewegt sich da? Und du wirst feststellen, es bewegt sich nichts, auch nur einen Millimeter von der Stelle. Aber ich sehe doch, dass sich was bewegt. Das ist das, was ich sage auf der höheren Ebene, wenn du jenseits von Gut und Böse bist. Dass alles, was sich widerspricht, eine vollkommen neue Qualität ergibt. Ich sehe Bewegung, obwohl ich weiß, dass sich nichts bewegt, was ich überprüfen kann. Weil hier Lämpchen flackern. Gut, da gehen Lämpchen an und aus. Aber die bewegen sich keine Millimeter von der Stelle. Die Bewegung ist eine Illusion. Stimmt oder stimmt? Das sind viele Sachen, wenn du mit dir spielst. Das kann man alles selber erforschen. Problematisch ist, wenn du meinst, du musst dir von den anderen erklären lassen, wie es richtig ist. Und das ist egal, wen du nachplapperst. Hört genau zu jetzt, du Geist. Egal, wen du nachplapperst. Du wirst immer ein billiges Abziehbildchen von der Meinung des Menschen sein, der Meinung sein, des Glaubens sein, den du nachplapperst. Es gibt in der ganzen Welt nur eine einzige Ausnahme. Das ist dem Geist, den du jetzt zuhörst, der behauptet nämlich von Anfang an, ich bin du. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, das zu glauben, was du zurzeit bist. Und du, Geist, bist hier das Wichtige. Nicht dein Udo, den du jetzt zuhörst, den ich jetzt einfach nur dir träumen lasse, um dir zu erklären, wer du bist.